Josef Cacic, 2:4 Niederlage im Hinspiel im Halbfinale gegen Hohenstein Ernsthal. Wie bewertest du das Spiel? Servus, ja. Ich bin unzufrieden, dass nach langer Zeit haben wir in unserem Heim verloren. Das bisschen tut weh und das war ein großer Misserfolg für uns. Heute haben wir Sieg erwartet, aber ja, auf Ende haben wir verloren. Jetzt ist nichts alles verloren. Wir haben jetzt Rückspiel. Wir müssen unsere Kopfeinstellungen, wir müssen einfach die gute Vorbereitung nächste Woche machen. Und ich glaube weiterhin an meine Mannschaft und wir erwarten jetzt in Hohenstein so ein gutes Spiel und auf jeden Fall ein positives Ergebnis. Ja, vor voller Halle hier leider verloren. Es war die erste Niederlage in der Spechtweghalle tatsächlich, seit hier in der Spechtweghalle Futsal gespielt wird. Das möchte man besser machen. Woran lag es diesmal? Was muss man nächste Woche ändern? Ja, die Gegner hat sehr gut gemacht. Die haben von erster bis letzter Minute sehr gut Defense gespielt. Wir haben unsere Chance gehabt, aber dieses Mal haben wir nicht genutzt. Wie ich habe gesagt, für Fans, das tut mir leid. Aber wir korrigieren das in Hohenstein und ich hoffe, dass mit so einer großen Zahl fahren wir zusammen nach Hohenstein und dass wir unser Ergebnis von hier verbessern in Hohenstein. Und ich glaube, dass wir kommen ins Finale. Das heißt, ihr seid bereit? Wir sind bereit. Ich glaube, dass Fans auch bereit sind. Und nur zusammen können wir zu unserem Ziel kommen. Vielen Dank an den Kapitän Josef Cacic. Vielen Dank.